Hey Leute, ich bin's wieder, euer Meister Overlord. Ja, in der letzten Folge haben wir alles über Packages und Klassen gelernt. Und in dieser Folge lernen wir mal, was ist eigentlich eine Methode, wie ist sie aufgebaut und was kann man damit eigentlich machen. Und ich würde sagen, let's go. So Leute, und ich würde sagen, starten wir direkt in die Lektion. Ihr seht hier habe ich schon mal was geschrieben. Hier steht Public Void Unenable. Das Public solltet ihr schon mal kennen von hier. Das braucht uns auch wiederhin weiter nicht zu interessieren. Damit arbeiten wir, wie gesagt, erst später. Aber ihr seht, Void ist etwas Neues. Wir kennen hier die Klasse schon, also Class. Aber das Void kennen wir noch gar nicht. Void bedeutet so viel wie Methode, also öffentliche Methode unenable. Was bedeutet das enable? Bei uns in Minecraft-Plugins bedeutet unenable, wenn es aktiviert wird. Normalerweise gibt es zum Beispiel, wenn ihr Arduino ist ein kleiner Minicomputer, programmiert, dann gibt es Public Void Loop zum Beispiel oder einfach nur Void Loop. Ihr könnt auch das Public weglassen. Das geht natürlich auch, aber ich mache es einfach sicherheitshalber, dass wir es auf jeden Fall haben. Ihr seht, bei uns gibt es das nicht mit den Klammern. Und auch ohne die Klammern gibt es das nicht. Weil wir halt, wie gesagt, Minecraft-Plugins programmieren. Und deshalb ist das bei uns etwas anders aufgebaut. Bei uns gibt es unenable. Dann machen wir danach Klammer auf Klammer zu. Und dann machen wir, wie auch hier bei unserem Class Main, machen wir auch wieder diese geschweiften Klammern. Die könnt ihr machen, wenn ihr Alt Grill und 7 gedrückt haltet. Und dann entsteht so eine Klammer. Dann könnt ihr einfach einmal Enter drücken und dann entsteht auch schon die zweite Klammer. Ihr seht, jetzt hat sich das Ganze hier schon einmal aktiviert. Das heißt, das Ganze funktioniert jetzt, wenn wir da was reinschreiben. Aber was wir zuerst machen, ist, wir schreiben erstmal noch etwas. Das ist nämlich jetzt, wenn es ausgeht, wenn das Plugin ausgeht. Also, wir schreiben hier einmal ein in public void, wie auch davor, on. Und jetzt kommt disable. Enable und disable sollte jeder von euch aus dem Englisch kennen. Enable aktivieren, disable deaktivieren. Also, wenn das Plugin aktiviert wird, wenn das Plugin deaktiviert wird, dann machen wir einmal wieder geschleifte Klammer auf, Klammer zu. Das Ganze könnt ihr auch wieder machen, indem ihr einfach einmal diese normale Klammer aufmacht. Das generiert die zweite direkt mit automatisch. So, dann machen wir wieder unsere beliebte geschweifte Klammer und einmal Enter. So, jetzt haben wir das beides schon und das wären unsere ersten zwei Methoden. So, was sollen wir damit jetzt eigentlich machen? Wir sollen wir da hinschreiben, hier ist ein Text. Sieht der als Error an. Was sollen wir damit machen? Also, was wir machen wollen, ist, wir wollen erstmal eine Nachricht ausgeben, wenn das Ganze aktiviert wird. Das heißt, wenn das Plugin aktiviert wird, Plugin Tutorial hat sich gestartet. Das heißt, wir schreiben System, also das System soll schreiben out in die Konsole. Dot, also dot heißt Punkt. Also das wird so in der Programmiersprache und generell so in Englisch wird dot gesagt, damit das Ganze etwas abgerundeter klingt. Das heißt, wir sagen System dot out dot Print, also schreibe, drucke, schreibe, könnt ihr euch so merken. LN steht für eine neue Linie. Und dann seht ihr, hier ist schon Print LN und danach wieder diese Klammer. Ihr könnt da draufklicken oder einmal Tab drücken und dann Enter. Dann generiert sich das automatisch. Und dann, wenn wir das im dunklen Modus haben, sieht das bei uns so aus, wenn es funktioniert. Bei den Leuten, die das auf dem hellen Modus haben, die haben das Ganze nochmal generell im anderen Design auch. Public Class Main mit dem Unenable und Disable und dem ganzen Zeug. Ja, was sollen wir jetzt hier reinschreiben? Wir können hier jetzt leider nicht einfach einen Text schreiben. Das heißt, er wird das nicht ausgeben, wenn wir jetzt da angeben. So, was jetzt noch fehlt, um einen richtigen Text auszugeben, ist Anführungszeichen. Es werden immer Sachen kreiert in Java bzw. auch in unserem Minecraft Plugin, das
immer wenn wir eine Sache anfangen, die auch automatisch bei einem Enter oder teilweise auch komplett automatisch beendet wird. Das heißt, wenn wir einmal zum Beispiel Anführungszeichen machen, wird das Ganze komplett fertig gemacht. Und wenn wir es entfernen, auch wieder komplett weggemacht. Dasselbe ist bei den Klammern. Bis auf die geschwungenen Klammern, die sind etwas anders. Da müssen wir nochmal Enter drücken. Das ist normal, damit sich eine neue Zeile kreiert und wir da Platz haben. So, jetzt können wir daran schreiben: Enabling. Ja, ich weiß, schlechtes Englisch, aber egal. Das interessiert uns nicht jetzt erstmal. Wenn ihr das macht, könnt ihr natürlich darauf achten. Das Ganze sieht nur ihr, die in die Konsole gucken könnt. So, Enabling Tutorial. So, mehr brauchen wir nicht. So, wir machen das natürlich jetzt noch etwas schöner. So, das kopieren wir einmal mit Steuerung C und klicken dann hier drauf hinter die geschweifte Klammer und drücken einmal Steuerung V. Dann hat sich das Ganze dahin kopiert. So, jetzt schreiben wir hier Disable. Das heißt, wir sagen einmal, wenn das Plugin aktiviert wird, wird das hier geschrieben: Enable Tutorial. So, jetzt kommt etwas Neues. Nämlich müssen wir mit einem Rechtsklick auf den Source-Ordner klicken, dann auf New und dann auf, richtig, File. So, hier müsst ihr, wie gesagt, den Source-Ordner vorher ausgewählt haben und dann einmal Plugin, also Plugin für unser Plugin halt, wir programmieren in Java, Plugins, .yml, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal Minecraft-Config-Dateien gesehen habt von anderen Plugins, sei es WorldEdit, WorldGuard, Lobby-Systeme, alles, da wird dann wahrscheinlich eine config.yml sein. .yml ist im Grunde die Endungen, die wir brauchen, da klicken wir einmal auf Finish und dann generiert sich diese Datei. Die ist in diesem Fall komplett leer, weil es eben eine leere Datei ist, die wir jetzt erstellt haben. Was wir da reinschreiben, ist zuerst den Namen. Name, Doppelpunkt, eine Leerzeile lassen und dann schreiben wir unseren Namen hin. Der kann sein, wie ihr wollt. So, ich nenne meins Tutorial. Dann, wichtig ist die Version. Da wieder ein Doppelpunkt, Leerzeile, Version. Bei uns ist die 1.0, weil es die erste Version ist. Es gibt dann noch 1.1.0, 1.1.2 und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die ihr heute auch machen könnt. Ganz viele Punkte, alles, das muss nicht sein. Das kann alles so sein, wie es läuft. So, jetzt nochmal ein nach unten und jetzt schreiben wir Main, Doppelpunkt. Da gehört nämlich unser Main, also unsere Hauptdatei hin. Dann wieder eine Leerzeile. Und dann seht ihr hier, hier steht me.tutorial.main. Da könnt ihr auch einmal in die Main-Datei gehen. Und dann steht hier oben Package. Da, das ist, wo das drin ist. Das könnt ihr einmal komplett markieren und mit Steuerung C kopieren. Geht dann hier rein, drückt einmal Steuerung V, um es einzufügen. Und ihr seht, wir sind jetzt in dem Ordner. Aber wenn wir jetzt hier mehrere drin hätten, dann könnten wir hier jetzt nicht ausfindig machen, was die richtige Datei wäre. Deshalb schreiben wir nochmal einen Punkt und dann groß unsere Main-Datei. Das muss genau gleich sein, wie der Ordner genannt ist, wie die Datei genannt ist. Das ist extrem wichtig und das können wir dann auch einmal speichern. So, eine Sache hatte ich noch vergessen, als ich das aufgenommen habe. Nämlich müsst ihr einmal Enter und dann einmal den Autor hinschreiben. Also jetzt bei mir Mr. Overload. Und das war's, könnt ihr speichern. So, jetzt können wir das Ganze exportieren. Wie wir das machen, werdet ihr jetzt sehen. Ihr klickt einmal mit einem Rechtsklick auf euer Projekt. Dann sollte sich hier so eine riesenlange Liste öffnen, wie auch bei dem Neu und dann Package, Task, alles. Nur diesmal gehen wir auf Export. Sollten auch viele von euch aus dem Englisch kennen, wenn ihr sagt, etwas exportieren. So, ihr seht, hier habe ich schon hingeschrieben im Grunde, oder eher gesagt, Ordner ausgewählt, wo das Ganze dann hingetan werden soll. Also ich habe hier meinen Testserver bei den Plugins, Tutorial.jar. Wichtig ist, wenn ihr das sucht, müsst ihr auf jeden Fall hier noch den Namen hinschreiben. Dann guckt ihr einmal, dass das Richtige ausgewählt ist und könnt das Ganze auch finishen, also beenden. So,
Das hier alles interessiert uns gar nicht. Wir können einfach auf Finish klicken und dann könnte bei euch sowas auftreten. Wenn das ist, könnt ihr auf OK drücken. Das wird das dann automatisch fertig machen. Bei mir ist das schon da, deshalb kann ich einmal auf Yes klicken, dass es überschrieben wird. Dann hier wird normalerweise Steuerung S, das heißt der Befehl, um zu speichern, gedrückt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Veränderung mache, eine Steuerung S, dann ist das ganze Plugin gespeichert. So, da wir jetzt fertig sind, könntet ihr einmal euren Server starten. Wenn das Plugin dann in dem Ordner ist, sollte, wenn der Server gestartet ist, irgend so eine Nachricht kommen, die Tutorial Enabling Tutorial V1.0. Es kommt von der Version und dem Name, den fügen wir halt da ein. Und ja, die Nachricht kommt immer und dann Enable Tutorial. Und ja, dasselbe passiert auch, wenn ihr es einmal stoppt. Jetzt seht ihr hier oben Disabling Tutorial V1. Disable Tutorial. Das ist, was wir geschrieben haben und das ist, was automatisch generiert wird. Ja, und das war eigentlich so ziemlich das, was wir jetzt heute in dieser Lektion gelernt haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge von Wie programmiert man eigentlich ein Java-Plugin? Thank you.